Deswegen scheitern wir im ersten Anlauf. Apparat und Handy schlagen Alarm. So eine Alarmanlage ist ein Sensibelchen. So sensibel, dass sie sogar leichte Spannungsveränderungen im Raum wahrnimmt. Sie reagiert auf Körper, die Wärme ausstrahlen. Vor allem, wenn sie schnell und von der Seite kommen. Alle 3 Sekunden überprüft sie die Wärmeentwicklung. Es kommt zum pyroelektrischen Effekt. Das heißt nichts anderes als, dem Sensor wird's zu bunt. Die Temperaturänderungen stören sein inneres Spannungsgleichgewicht und deswegen schlägt er Alarm. Um den Infrarotsensor auszutricksen, muss unser Dieb also seine Wärmeabstrahlung unterdrücken. Da hätten wir einen.